Ja, Freunde, ob ich immer hier sitze, ist die Frage. Klar sitze ich immer hier. Mach mir mal ein bisschen bequem hier, ein bisschen leisure. So, so. Reaktion! Reaktion, Reaktion! Eure Videos, vernünftig, geiler Channel. Ich zieh's mir rein. Rob hier, geht direkt mit Rob los, oder was? Nee, da. Internet haben wir. Video ist noch gar nicht groß. Mann, ey. Und er ballert schon schön über den Seitenstreifen. Ja, schön über die Fahrstreifenbegrenzungslinie drüber. Los geht's. Kudel. Oh. Jungle, Rumble, Jungle. Schön gebettelt hier. Spannend. ADAC landet direkt. Der, wenn der landet, ist schon mal nie gut. Aber kannst du auch nehmen. So. Ich habe ein bisschen Flugangst übrigens. Ich bin da nicht so safe mit immer. Früher war scheißegal irgendwie, aber egal. Aber jetzt ist so ein bisschen, denke ich so, Einmal Turbulenzen, da sind alle Dinger durch die Gegend geflogen. Seitdem habe ich ein bisschen Paranoia. Habe ich schon jetzt den Helikopter geflogen, oder? Ja, da geht's. So. Schönes Wetter, ich mag schönes Wetter. Was ist da los? Touché oder was? Massiv. Massiv in die Leitplanke, Brudi. Ja, würde ich auch warm den Glied anmachen. Sehen wir nicht so gut. Er ist wohl massiv in die Leitplanke gefahren. Ja, warm Blinklicht an. Langsam fahren. Fertig. Ja. Ja, Thomas, noch mal gucken, vor allem, wie es so läuft. Ist ja nichts mehr, ne? Ja. Da hat es geschleppert. Oh! Leicht getatscht. Habt ihr gesehen, der hat schön Baum. Also ich habe schon erst hier Final Destination gedacht, aber er hat nur ein paar Baumstämme, Baumritzel da verloren. Ja, oh, doch ein paar mehr. Zack! Zack! Schön rein! Das ist dieser Moment, wenn du denkst, du. Warum bin ich nicht nach Hause gegangen? Rein ist er. Aua, ouch, ouch. Also, das ist ein. Das ist richtig Katastrophe. Seht ihr, was er macht? Er fährt durch die Rettungsgasse. Huso-Aktion ist das. Na komm, weil er ist richtig schlau. Weil er ist richtig schlau. Rob wieder. Beste Cam. Als will er rechts rüber, hatte sich, weil er hat nachgedacht. Mückespur ist nicht für Garnelen. Auffahrtsschleicher unten rechts war. Was bist du? 20 km/h? 19! Ja. Leute, fahrt doch nicht mit 20 auf die Autobahn. Mit 20 könnt ihr mit dem Einkaufswagen durch den Rewe ballern, aber doch nicht auf der Autobahn. Ja. Wenn ich irgendwann mal reich bin, schiebe ich diese Leute an. Ja. Und jetzt? Ja, nicht rechts rüber, nicht rechts rüber, nicht. Oh! Hupen bringt da nichts. Du brauchst diese, kennt ihr diese, wenn die in den Filmen immer diese Pyrotechnik machen am Ende, so wenn die gerettet werden wollen, wie in so einem guten Spiel und dann so und oben so, der ganze Himmel leuchtet rot. So eine Pistole brauchst du. Heckscheibe,
Also, dass das Auto rot leuchtet, damit es jeder sieht, nicht, dass wir uns falsch verstehen. So, da ist was passiert. Wir fahren langsam, wir gucken. Da ist, ja, tatsächlich was passiert. Okay. Die kommen doch alle rüber. Ja, ja, bitte nicht noch links rüber. Das ist jetzt schon klar. Das ist immer so, Freunde. Das passiert immer. Ich weiß gar nicht, wem ich da einen Vorwurf machen soll. Dem, der es nicht gecheckt hat, dass das gleich passiert, oder dem, der einfach rausgefahren ist. Beide nicht so cool. Ich wäre an seiner Stelle vielleicht sogar ganz links rüber gefahren, weil man das hätte kommen sehen. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Schön auf die 40 Richtung Essen. Sauber. Links ist immer Stau. Ah, 40 ist immer Kacke. Kackelackack. Er hupt immer noch. Ja, bringt ja auch nichts mehr. Nicht die Autobahn. Nee. Wow! Da ist einer wohl. Da läuft einer wohl nach Hause. Automatisches Bremssystem LKW. Das ist richtig übel. Gesehen, schön reagiert der LKW, ey. Ich mag einfach schönes Wetter, habe ich das schon mal gesagt? Ja, er zieht hier ganz raus. Sauber, sauber. Und später können sie sein Auto von der Straße fegen. Komm, einer geht mal. Komm. Oh, er ist noch besser. Er hat gesehen, was er gemacht hat. Ja, kann man machen. Oscar, der Tunnel. Naja, nee. Was ist das denn? Was? Ach, da ist schon wieder einer. Alter, wie kann man denn verkehrt rum auf die Autobahn fahren? Ich verstehe, wie man verkehrt rum in den Supermarkt geht. Ich verstehe, wie man verkehrt rum eine Rolltreppe hochläuft. Aber verkehrt rum Autobahn? Bahnblinklicht, wo will er hin? Mach einen Rückwärtsgang rein. Wo will er denn hin? Jetzt sag nicht, da kommt der Nächste. Da steht schon die Polizei. Ja, jetzt ist es zu spät. Der Kumpel ist schon drauf. Er ist schon falsch rum losgefahren. Boah! Das kannst du eigentlich nur machen, wenn du Blaulicht drauf hast. Polizeikontrolle, was für Kontrolle, Junge. Und tschüss. Linker, rechts. Weg hier sein. Wahrscheinlich an einer falschen Zigarette gezogen oder was? Ach, geht noch weiter, ist ja spannend. Hä? Woran hat's gelegen? Kommt der Nächste. Und jetzt? Ach, der ist tanken gefahren, oder? Haben ihn schließlich erwischt. Ja, okay. Und im Golf hast du auch keine Schnitte oder so. Oh, 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 oh. Ja, gut. Aber wenigstens ist es zärtlich passiert. Das war so ein. War jetzt nicht so ein. Aufgesammelt, das ist fair. Das ist nett. Vor der Motorradfahrer drüber ballern.
Baustelle, ist gut. 30 kann man machen. Jetzt. Manchmal sind diese Linien einfach ein bisschen verwirrend. Ich schätze. 3,8. Oh! Das ist auch immer mies mit Fahrstellern. So, wenn wir da drauf fahren, ich denke jedes Mal bei so einem LKW, manchmal pennen die einfach eine Sekunde und dann so kurz so. Mir auch schon ein paar Mal passiert, also nicht mit dem LKW, ne? Guck mal, da vorne kommt keiner durch. Ihr könnt, Freunde, ihr könnt, wenn von hinten ein Rettungswagen kommt, dürft ihr über eine rote Ampel fahren, aber langsam. Fahrt doch aber drüber, dann kommen die da hinten locker durch. Da stehen bleiben, wo sollen die denn hin? Also, er winkt schon so, aber es rafft keiner. Ja, jetzt so langsam, jetzt geht's. Ja, ist halt nicht cool, ne? Ja, weil die es nicht checken. Also, ihr könnt wirklich dann langsam rüberfahren, ne? Wenn von hinten da jemand kommt, einfach langsam rüber. GPS, das funktioniert nicht, 90. Okay. Alter Mann! Mallorca sterben jedes Jahr 18 Menschen, weil sie vom Balkon fallen. Ja, klar. Kein Problem. War ja Platz. Ist ja wohl nicht zu glauben, Mann. Dann fährt man halt ein Stück geradeaus und nimmt die nächste Möglichkeit zu wenden. Was soll denn sowas? Zieht einfach über zwei Spuren, oder was? Hier gerne auch nochmal. Fahrradfahrer müssen am Zebrastreifen absteigen. Erst dann haben sie es offen. Bumm! Wenn ihr ihn als Autofahrer allerdings plattfahrt bzw. umfahrt, kriegt ihr trotzdem Schuld. Weil er der Schwächere ist und ihr der Stärkere seid. Weiß ich nicht, ob das so fair ist, aber das Leben ist nicht immer fair. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Ansonsten darf man euch nämlich überfahren. Und ihr kriegt 50% mit Schuld. Ach guck! Wie zum Teufel soll man schließlich als Autofahrer reagieren, wenn da plötzlich so ein Radfahrer angeschossen kommt? Da hast du gar keine Chance. Wobei bei der 50%, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das kommt dann manchmal auch auf den Richter an. Schön nebelig. Schön spannend. Okay. Zieht da wieder einer gleich quer rein. Ja. Genau, ja. Du siehst das den Leuten manchmal schon an der Nase an. Kennt ihr Idioten? Die erkennt man irgendwie, wisst ihr? Bam! Das war's! Freunde, ist schon wieder vorbei! Mann, das geht so schnell! Könnt ihr schon wieder das nächste Video reinschrauben. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Reaction. Wieder. Ja, denkt dran, ich hab euch lieb. Sehen uns, passt auf euch auf. Tschüss! Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you